gehört von der Friedensmahnwache in Frankfurt, den ich sehr interessant fand. Und habe ich mir ein paar Stichpunkte rausgenommen und will die mal in eigenen Worten hier wiedergeben. Jetzt will ich erst mal sagen, warum ihr so eigenartig seid. Ihr seid nämlich jeden Montag hier. Jeden Montag hier und friert euch einfach den Arsch ab. Der Christian hat das ja einfach schon, eben schon gesagt. Ihr bleibt nicht wie die anderen zu Hause sitzen, hinterm Fernseher. Das ist natürlich unbequem. Und was dabei rauskommt, ihr wisst es eigentlich alle nicht. Beziehungsweise ihr wisst, dass erstmal gar nichts bei rauskommt. Denn die Friedensbewegung, das ist eine Sache, den Frieden gibt es nicht morgen und nicht übermorgen. Das wisst ihr alle. Den gibt es erst vielleicht nächstes Jahr, dass es vielleicht ein bisschen anfängt oder in 5 Jahren. Ihr macht das eigentlich für eure Kinder, für die nächste Generation. Und das ist das, was euch so einzigartig macht. Dankeschön. Das, worüber ich gleich spreche, das ist natürlich das, auch das weiche Wasser. Das, diese Friedensbewegung ist ja keine Bewegung, die mit Macht und Power vorgeht, jedenfalls nicht aggressiv, sondern es ist sowas wie die Bewegung des Friedens. Ihr kennt ja den Film Gandhi wahrscheinlich, wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt ansehen. Das weiche Wasser, irgendwann ist das erfolgreich und wird siegen und macht einfach das andere, die anderen kommen einfach nicht mehr hoch. Das weiche Wasser wäscht das einfach weg. Jetzt möchte ich eigentlich über das Komplizierteste sprechen, was es überhaupt auf der Welt gibt. Und das ist Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Jetzt wundert ihr euch, darüber reden wir eigentlich immer. Aber hat es denn schon einmal auf der Welt Frieden gegeben? Also nach meiner Meinung eigentlich nicht. Vielleicht in ganz abgegrenzten Naturvölkern mal, aber Frieden auf der Erde. Ich meine, das Paradies war sowas, aber wir glauben ja, glaube ich, alle nicht, dass es wirklich eins zu eins das mal gegeben hat. Freiheit. Was ist eigentlich Freiheit? Ist es die Freiheit des Einzelnen? Ist es Pressefreiheit? Ist es Meinungsfreiheit? Oder ist es das, was Rosa Luxemburg gesagt hat? Freiheit ist immer die Freiheit des anderen. Für Freiheit gibt es so viele Begriffe, so viele Definitionen. Also eine globale Freiheit hat es bestimmt auf der Welt, auf der Erde auch noch nicht gegeben. Und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, da fallen einem sofort 2 Dinge ein. Das eine ist Recht haben und das andere ist Recht bekommen. Ihr wisst ja selbst, welch ein großer Unterschied das ist. Recht haben ist eher ein moralischer Anspruch und Recht bekommen ein juristischer. Beide zusammen, das funktioniert ja eigentlich nie. Und deshalb ist es meiner Ansicht nach das Komplizierteste, was es überhaupt der Welt gibt, dass wir uns für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen. Aber wir haben gar keine andere Chance mehr. Wir haben ja gemerkt, dass es auf diese andere Methode nicht geht. Wir setzen uns hier ein für den Erhalt des Planeten, für den Erhalt der Erde und die Rettung der Menschheit. Das ist eigentlich, was wir hier machen. Und muss ich euch dankbar sein. Und dafür seid ihr auch einzigartig, dass ihr euch dafür einsetzt. Also diese Stichpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, das ist mir nicht selbst eingefallen, sondern ich habe einfach im Internet eine Rede gehört von einem Frankie am 27.10.2014 in Frankfurt. Und sein Vortrag hieß Reflexionen und Zukunft der Friedensmahnwachen. Und da habe ich mir eigentlich ein paar Stichpunkte rausgeschrieben und will die jetzt mal mit meinen Worten wiedergeben. Das trifft ja uns für uns alle zu, dass wir das eigentlich brauchen, solch eine Struktur. Was er als erstes angemahnt hat, dass wir die dezentrale Struktur aufrechterhalten. Und jetzt wissen wir alle, dass es diese Friedensmahnwachen, die gibt es ja nicht nur einmal in Berlin, sondern hier am Brandenburger Tor, am Alexanderplatz und ich glaube noch ein paar Mal. Dann gibt es die in Deutschland schon 100 Mal. Die breitet sich aus in Europa. Und ich denke auch durch Lars, er war ja in Amerika, vielleicht wird das demnächst, im nächsten Jahr eine weltweite
Organisation. Na, dezentraler geht es, glaube ich, gar nicht. Dann ist es so, dass hier nicht nur einer spricht, sondern sprechen immer andere, immer neue Leute. Und das ist ja auch das, was die Dezentralität eigentlich ausmacht. Also da sind wir, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Das ist der zweite Punkt, was ich mir rausgeschrieben habe, ist Gewaltfreiheit. Gewaltfreiheit ist etwas, was wir eigentlich noch gar nicht richtig gelernt haben. Wenn wir uns das angucken, wie wir erzogen worden sind, im Kindergarten gab es das vielleicht noch, Gewaltfreiheit, aber in der Schule geht es doch eigentlich schon los. Da soll einer den anderen übertreffen. Natürlich sind das auch kleine Dinge, das kann super sein, dass man auch in Gruppen lernt, aber eigentlich beigebracht wird es uns allen nicht. Da müssen wir doch noch eine Menge lernen, um wirklich an die Gewaltfreiheit ranzukommen. Das nächste ist, es geht jetzt nicht nur um physische Gewalt, sondern auch um mentale, um psychische Gewalt. Also das ist alles Gewalt und dann, wir müssen versuchen, einen Weg zu finden und ohne diese Gewalt auszukommen. Das heißt, wir müssen miteinander arbeiten, wir müssen miteinander leben und lernen und was miteinander machen. Wir müssen Gruppenarbeit pflegen, Teamwork. Zum Beispiel in der Schule ist es ja so, wenn wir eine Klassenarbeit schreiben, da heißt es dann sofort, es wird gemogelt. Dabei könnte man ja auch eigentlich sagen, das ist Teamwork. Aber das wird dann nicht akzeptiert. Das ist dann nicht gewollt. Wenn man das jetzt im Internet nachguckt, dann kann man sehen, dass Gewaltfreiheit damit Hand in Hand geht, dass man versucht, Situationen ohne Bewertung und Deutung erstmal zu beobachten. Das zweite ist, dass man Gefühle ohne Vorwurf ausdrücken sollte und müsste. Als drittes muss man Bedürfnisse erkennen und benennen. Und dann sollte man Bitten korrekt und handlungsorientiert formulieren. Das sind alles Formulierungen, die gehen in Richtung Gewaltfreiheit. Dann ist es hier bei unserer Mahnwache so, wir sollen eigentlich keine Meinungen hinstellen. Jeder soll nicht einfach sagen, was er denkt, sondern wir müssen dazu übergehen, dass wir miteinander reden. Wir müssen ein wissenschaftlich fundiertes, objektives Handeln etablieren. Wir wollen hier nicht das Gleiche sein. Ich meine, ich habe seit dieser Zeit, glaube ich, keinen Fernseher mehr. Das mit Maischberger, das hat mich so aufgeregt. Oder diese Talkshows. Da sitzen 5 Leute, 10 Leute zusammen und alle sagen ihre Meinung. Keiner redet miteinander. Und da wird gar nichts ausgetauscht. Es wird gar nichts zusammengefasst und ein Ergebnis benannt. Nicht mal der Moderator macht das. In diese Richtung dürfen wir nicht gehen. Wir müssen die andere Richtung wählen, dass wir zusammen was machen und kleine Gruppen bilden und dann die kleinen Probleme in kleineren Gruppen lösen. Was der Frankie weiter noch gesagt hat, das heißt biopsychosoziale Nachhaltigkeit. Das bedeutet, dass wir in allem, was wir tun, in allem, was wir machen, unsere ganzen Handlungen sollen eigentlich in eine Richtung gehen, und zwar alles soll im Einklang mit den Mitmenschen und mit der Umwelt geschehen. Und das ist natürlich, das wisst ihr alle, das ist unwahrscheinlich schwierig, das alles hinzukriegen, weil so viele unterschiedliche Aspekte zu beobachten sind. Also man kann schon mit seinem Bauchgefühl rangehen, dass man sagt, also der Bauch sagt einem das meistens, was das Richtige ist, als nächstes zu tun. Aber das machen ja noch nicht alle. Wissenschaftler zum Beispiel, die reden nur von ihrem Gebiet und finden das genau richtig, was sie gelernt haben und was sie als richtig erkannt haben. Aber Nachbargebiete, kennen sie die überhaupt? Achten sie darauf, was andere Wissenschaftler sagen? Was Christian auch vorhin angesprochen hat, sind zum Beispiel, dass man orthodoxe Religionen hinterfragen sollte. Also dazu gehören jetzt nicht irgendwie eine Religion, sondern zum Beispiel die Evangelisten in Amerika, die orthodoxen Juden oder radikale Moslems. Was da eine Ausnahme macht, das ist eigentlich nur Hinduismus und Buddhismus. Das sind beides Religionen, die sind in sich gekehrt, gehen den Menschen an. Die anderen
Religion sollte man hinterfragen. Für mich selbst gibt es hier diesen Ausspruch von Kant und der hängt, glaube ich, in allen orthodoxen Religionen drin. Handle nur nach deren Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie auch allgemeines Gesetz werde. Das steckt in vielen Religionen drin. Und wenn wir das nur betonen würden in den einzelnen Religionen, dann wäre uns schon viel geholfen, dass nicht jede Religion sagt, wir sind gut und die anderen sind schlecht. Das geht einfach nicht. Das sind eigentlich faschistoide Strukturen und das muss auf jeden Fall hinterfragt werden. Hier bei uns in der Friedensmahnmache, das kriegen wir auch hin. Wir wissen alle, dass wir keine Führer brauchen. Wir brauchen Koordinatoren, wir brauchen Teambildung. Was der Frankie sagt, sind im besten Dreierteams. Christian hier will immer die Schwarmbildung. Ich weiß ja nicht, wir haben ja hier diese Seitenlinienorgan gar nicht, was die Schwarmfische haben, dass sie immer genau wissen, was der andere gerade macht. Aber ich denke, wir müssen Leute haben, ja, die einfach kein eigenes Ego haben, sondern dass das einfach nur zum Beispiel koordinieren, was wir hier richtig machen wollen. Das reicht, ne? Da hast du natürlich nicht Unrecht, aber ich zum Beispiel persönlich, das ist jetzt nur meine Privatmeinung, jeder sollte bitte selber mitdenken, ich meine auch den Vogelschwarm eher, statt den Fischschwarm, Punkt 1. Und man braucht ja nun mal sagen, wir sind das Volk. Ich sag neuerdings immer lieber, wir sind der Schwarm. Und jedem wird der Unterschied fühlbar. Das ist das, was ich mit der Metapher meine. Ansonsten versuch mal deinen Punkt zu finden und brauchst dich gar nicht auf mich beziehen. Du hast ja hier noch genug Punkte. Ja. Weil wir gerade noch eine andere schöne Aktion haben, die angereist ist. Genau. Also ich dachte, das wäre in 10 Minuten fertig. Dauert schon länger, ne? Ja, siehst also du, genau. Frieden, das wissen wir aber alle. Frieden, das kommt nicht so schnell. Das ist ein Geisteszustand, eine Geisthaltung. Und allein, dass wir jeden Montag da sind, kommt immer mehr dazu. Und ich denke, nächstes Jahr haben wir schon eine ganze Menge erreicht. Das Letzte, was ich noch ansprechen will, dass wir versuchen müssen, in Lösungen zu denken. Wir brauchen nicht unbedingt immer Symptombehandlung des ganzen Systems zu machen, sondern immer suchen, wohin soll der Weg eigentlich gehen. Und wenn man sich zum Beispiel daran gewöhnt hat, dass man zum Beispiel unsere ganzen Welt mal einen Schritt zurückgeht und so tut, als würde man in der Zukunft stehen und das Ganze zurückschauend sehen, denn wir wissen alle, die Friedensbewegung, das muss die Zukunft sein. Anders kann die Welt gar nicht weiter bestehen. Das wissen wir ja alle, deswegen stehen wir ja hier. Wenn man versucht, die Gegenwart sozusagen rückblickend zu sehen, dann tritt einfach bei uns allen eine gewisse Gelassenheit ein. Und wir sind nicht mehr gegen den anderen, sondern stehen einfach hier, warten. Es kommen immer mehr Leute dazu, die wir nicht irgendwie verprellen mit irgendwelchen Einzelthemen, sondern wissen, dass wir eine große Bewegung werden müssen und dass es dann in die Richtung geht. Ihr müsst alle Menschen, und daran müssen wir, glaube ich, alle arbeiten, alle Menschen in ihrer einzigartig wahrnehmen und willkommen heißen. Und daran denken, dass man nicht andere Leute bevormunden sollte, denn jeder hat seinen eigenen Weg zum Frieden.